Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Wenn die immer nicht geil sind, weiß ich auch nicht, Mann. Oh ja, die Klingen werden dir nicht in gute Dienste lassen. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt. In deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltpreistempel und dann auf nach Helheim, ja. Okay, das ist meine Axt. Das ist ohne. Axtklinge, Axtklinge, Axtklinge. Habe ich dann auch neue Fähigkeiten? Ah, ich habe so viele Punkte vorhin ausgegeben. Was haben wir hier? Drücken Sie beim Sprinten Doppelhieb. Gegenwärtig ein Durchbohren, um gerade aus Richtung zu ziehen. Schneller Vollgas, ohne Schaden zu nehmen, rauskönig aufzuladen, beim Treffer Brandschaden zu verursachen. Aha, also die Axt macht Eisschaden und die Klingen machen Feuerschaden. Das Spiel zwischen, spielen wir das Lied vom Eisenfeuer. Okay, dann haben wir das mal raus. Drücken Sie beim Ziehen R2 starken Runde auszuführen. Okay. Als ein R2 gedrückt, um einen starken Angriff auszuführen, der Gegner in der Luft, in die Luft schleudert. Ja, kaufen wir auch. Ich meine, ist alles relativ günstig eigentlich. Drücken Sie beim Sprinten einen starken Doppelhieb. Tja, meine Damen und Herren. Oh, warte kurz. Ah, ich habe da sogar verschiedene Runen drauf auch. Unentdeckt, unentdeckt. Hölzern. Ah, das heißt, ich kriege auch für die Ketten kriege ich neue. Wow. Das ist natürlich ziemlich cool. Huch. Ich
kann, glaube ich, nur zu Brocks Laden gehen, oder? Zu was anderen kann ich nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Ey, dafür, naja, dass du... Du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Genau zu sein, ist er Spartaner. Also, was an den Klingen halt echt gut ist, sie machen zwar nicht so wahnsinnig viel Schaden, aber sie haben eine immense Reichweite. Weil sie an den Ketten sind, also es ist ja eine Art Doppelklinge, die an einer Kette befestigt ist, was automatisch irgendwie... Hey, du stinkst nach fremder Magie! Beim Schoß der Freya, was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Mir geht gerade ein bisschen das Herz auf, ne? Der Kleine ist, der Zwerg ist auch so ein Griesgram und hat auch immer mal eine blöde Schnauze gehabt gegen meinen Sohn. Und mein Sohn ist einfach so ein herzensguter Mensch. Aber sobald es ihm schlecht geht, merkt man, dass er ihn trotzdem lieb hat, ne? Keine Sorge, Kinder sind zäh. Da haben wir es, ne? Das abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet. Schwellende Glut. Ach so, natürlich, ja. Ich müsste wesentlich mehr. Okay. Rausklinge. Rausflamme brauche ich dafür, um abzugraden. Auferstehung. Mit vollständig hergestellter Rage und etwas Gesundheit wiederbelebt drücken. Okay, cool. Die kann ich noch nicht upgraden. Klingenknauf, genau. Okay, das kann ich natürlich noch nicht kaufen. Wir haben einfach ein Problem. Sie sind noch nicht so stark verbessert. Jetzt, da Freya dir die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Das da? Nein. Helheim. Wir machen es wirklich. Mir dämmert langsam was. Es kann ja sein, dass Athene ihn ziemlich mies behandelt hat und er deswegen den Göttern misstraut. Oder dass er so viele Götter schon getroffen hat. Und die...
Die wollten alle etwas Schlechtes irgendwie. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke, sie müsste uns direkt zu ihm führen. Weißt du, ich hatte gehofft, diesen Ort nie wiederzusehen. Okay, warte mal. Sind so diese klassischen Verstecke, woher? Ja, genau. Okay, aber diese Magie habe ich nicht. Was das auch immer ist, davon habe ich ja schon mehrere gesehen. Auch schon am Anfang war eins. Das hier ist zu. Nicht ganz im Griff. Ich finde das so cool. Okay. Müsste den Gesundheitsschub eigentlich mal verbessern, so häufig wie ich den schon nutze, aber ich habe einfach das Gefühl, da kommt noch. Dornen mit dem Feuer deiner Klinge. Ja, mach uns den Weg frei. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Ah. Das heißt, ich kann so die anderen Stellen öffnen. Alles klar. Das denn? Ich finde das zu mir herziehen und dann wieder wegschleudern so gut. ...3100. Okay, war nicht schlecht. Oh, da stimmt was nicht. Hier sollten nur die gerade Gestorbenen sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert.
Kann ich das denn hier nicht? Ich bin etwas irritiert gerade. Ah, ich kann das auch schwingen lassen. Das muss wieder was anderes sein als das. Ich dachte tatsächlich. Was jetzt? Dass das zusammenhängt, wollte ich gerade sagen. Ja, das Schloss. Wir gehen jetzt einfach hier durch, oder? Nein, falscher Kopf. Ärgerlich. Oh boy. Ich bin noch nicht ganz warm mit den Klingen. Die Feuerklingen, ich bin noch nicht ganz warm mit ihnen. Was für ein Witz. So. Klettern jetzt hoch. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Müsst ihr das nicht nach unten fahren? Ja, aber da unten. Kriegst du wieder hier. Okay. Ich weiß halt nicht, ob das auch einen Unterschied macht, wenn man wütend wird. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, er kämpft dann so oder so mit seinen Händen. Ui. Warte mal. Hi. Okay. Oh!
Okay, einen Moment. Das geht jetzt, jetzt geht's nach hinten los. Fuck off. Dieses Valhall. Liegt es in Hirn? Oh, nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die Würmer sind totgelangt worden. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Hel wie Hölle klingt? Ich wollte es nur gesagt haben. Die Hel-Hölle. Ja, hier kommen wir zurück. Das Ziel ist eigentlich weiterzukommen. Das hier haben wir gerade aufgeschlossen. Da steht sogar tatsächlich nochmal ein Rabe. Und jetzt? Hab ich einen Rabe getötet? Super. Hm.